Ein Fotograf soll in seinem Studio von einem Fremden angegriffen werden. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissar Can Yildiz müssen vor Ort aber zunächst einer jungen Frau Hilfe leisten. Hallo, die Polizei! Hallo! Nein, mach die Dinger hier auf! Hallo, hier los, hallo! Ich hol mal kurz eine Decke, einen Moment. Mach diese verdammten Dinger hier auf, ja? Komm, lassen Sie mich mal weg, lassen Sie mich mal weg. Es tut weh, das schnürt mir alles ab hier. Danke schön. Bitte sehr, können Sie sich einmal zudecken. Was ist hier eigentlich los? Ich habe keine Ahnung. Wir haben den Funkspruch bekommen, dass hier jemand im Laden randaliert. Randalieren ist gut. Jetzt finden wir Sie beide hier vor. Ich weiß nicht, ich war nicht hier. Ich habe nur gehört, wie sie um Hilfe geschrien hat. Sie arbeiten hier, oder? Ja, ich bin die Assistentin. Okay, Sie sind die Assistentin. Und dann sind Sie hier hingekommen und haben Sie hier so gefesselt vorgefunden, ne? Ja, hier sollte eigentlich ein Foto stehen sein, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, also wo wer ist? Der Chef, der hat eigentlich jetzt hier... ein Fotoshooting eigentlich, aber ich weiß nicht, wo er ist. Okay. Keine Ahnung. Sie waren bei diesem Fotoshooting ja, auch? Ja, ich wollte ein Fotoshooting für meinen Lebensgefährten machen, ein paar Bilder machen und dann auf einmal von dem Fotoshooting aus ist alles ganz anders geworden. Da platzt ein Mann hier rein, danach kam eine Frau hier rein, total hysterisch. Irgendwie waren die sich am Streiten und plötzlich lag ich hier dann die gefesselte Hände und Beine und weg waren so. Der Polizeiberuf bringt es definitiv mit sich, dass man sich auf eine gewisse Situation einstellt. Aber wenn man dann halt wirklich vor Ort ist, dass die Situation sich wirklich ganz anders darstellt. Und da wird man halt auch ordentlich und professionell geschult, dass man halt als Polizeibeamter wirklich auf jede Lage dann auch wirklich die passenden Wörter findet. Sie hat sich jetzt irgendwie für ihren Freund schön. Genau. So schöne Fotos und irgendwas war. Hallo, die Polizei! Hallo! Oh Gott sei Dank. Einen Moment, dann bleiben Sie einmal kurz bitte da. Hallo! Hallo! Auseinander! Alles gut? Okay, und Sie beruhigen sich jetzt auch? Meine Schwester! Okay, gut. Was? Sind Sie verletzt? Patrick! Fassen Sie mich hier an. Einmal bitte bleiben Sie da stehen. Okay. Paul, alles gut bei dir? Ja, was ist hier los? Wo ist meine Schwester? Sind Sie einmal wieder ruhig? Macht Krawall. Ruhe. Ich habe eine Kundin da drin. Okay. Ja, die haben wir gerade gefunden. Sie sind der Chef. Kundin. Ja, ich bin der Chef. Okay, haben Sie einmal einen Ausweis für mich bitte? Und Sie halten sich kurz geschlossen, Nikolas. Sonst gibt's gleich Ärger. Herr Nikolas, wer war? Sie sind auch der Chef? Ja, ich bin. Okay, cool. Weil wir wurden jetzt hier hingerufen, Hilfe ersuchen und sind hier hingekommen und haben jetzt eine halbnackte Frau, die gefesselt war, irgendwie vorgefunden. Was können Sie denn zu dem Sachverhalt jetzt sagen? Ja, die nackte Frau ist einfach zum Shooting hier und der Typ kommt hier in meinen Laden, macht Stress. Dann habe ich ihm gesagt, er soll bitte mit nach draußen kommen, weil ich habe ja eine Kundin da. Und dann fängt er hier an, auf mich einzuprügeln. Okay. Und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Okay, und jetzt einmal zu ihm. Er sagt, er ist ruhig. Ich habe eine Nachricht von meiner Schwester gekriegt. Ja. Dieser Mann hat Fotos von meiner Schwester gemacht und will sie veröffentlichen, warum auch immer. Okay. Ich habe überhaupt keine Fotos von deiner Schwester gemacht. Weißt du eigentlich, wie alt meine Schwester ist? Was bist du eigentlich für ein perverses... Meinst du Lilly? Das ist meine Praktikantin, aber... Jetzt verstehe ich das. Ich wollte gerade fragen. Das ist auch ihre Praktikantin. Wer ist ihre Schwester und wie kommt sie mit diesem Herrn in Verbindung? Ich werde meine Schwester zeigen. Ist das eine Auszubildende von Ihnen? Oder Praktikantin? Praktikantin, ja. Okay, und während des Praktikums... Ich kann Ihnen die Nachricht gerne zeigen. Gut, dann zeigen Sie uns mal bitte gerne was. Hier. Mein Chef hat mich zu widerlichen Fotos gezwungen. Was ist das denn bitte schön? Was ist das bitte für ein Chef? Okay. Das hat die Lilly geschrieben. Genau, das ist ihre Schwester. Ich kann Ihnen ein Foto von meiner Schwester zeigen. Hier. Das ist meine Schwester. Okay. Und ihre Schwester ist, Sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Sie ist nicht nach Hause gekommen und ich krieg diese Nachricht. Was würden Sie sich denn dabei vorstellen? Das habe ich ja gerade gesagt, absolut nachvollziehbar. Ich habe auch zwei kleine Schwestern und wenn da irgendwas passieren würde, dann würde ich auch ausrasten. Aber jetzt sind wir ja da, um den ganzen Sachverhalt zu klären. Und da brauchen wir jetzt gerade nicht irgendwie eine aggressive Stimmung, weil das hilft niemandem von uns weiter. Absolut nachvollziehbar. Glauben Sie mir, wir werden uns jetzt den ganzen Sachverhalt mal anschauen und dann werden wir das schon regeln können. Das ist kein Thema. Und Sie sind die Mutter von ihm und von der Lilly. Gewalt ist definitiv keine Lösung und schon gar nicht, wenn wir hier sind. Okay. Aber Sie sagen es doch selbst. Genau. Okay, cool. Dann machen wir jetzt wie folgt. Ich muss jetzt erstmal schauen, die sind ja auch drüben, Sie haben jetzt hier zwei verschiedene Fälle, dass wir jetzt auch mal schauen, was ihr mit seiner Schwester oder mit ihrer Tochter ist. Wie alt ist sie denn? Die ist 18, aber wie gesagt, die ist halt gestern nicht nach Hause gekommen und ich kann die auch nicht erreichen. Das ist total untypisch. Okay, volljährig. Rausgeben Das wollte ich nämlich gerade sagen. Deswegen, also ihre Tochter ist 18 und sie ist volljährig und ihre Tochter. Er weiß doch bestimmt, wo sie ist. Genau. Weiß nicht, wo Lilly ist, Mann. Ein Moment, ich kann sie auch gar nicht erreichen. Wir haben also
Sie sagt mir immer, wenn irgendwas ist. Gut, sie kann über ihren derzeitigen Aufenthaltsort selber bestimmen mit 18. Grundsätzlich ist jemand, der volljährig ist, und das war die Tochter ja mit 18, selber verantwortlich über ihren Aufenthaltsort. Sie kann also bestimmen, wo sie sich aufhält und die äußeren Umstände. Die Mutter hat erklärt, dass sie mit der Tochter kein schlechtes Verhältnis hat. Hat uns im Moment keinen Anlass gegeben, jetzt eine akute Fahndung nach dem Mädel rauszuschicken. Die Dame. Du, ne? Moment, pass mal bitte auf, du kleiner da hinten. Was denkst du, Arschloch, überhaupt, wer du bist? Gehen Sie einmal kurz. Was denkst du denn, wer du bist? Einmal kurz zur Seite. Du eine Scheiße! 50 Euro, verpiss dich jetzt! Wir gehen jetzt auch einmal kurz zur Seite. Genau. Okay. Meinst du, für so eine Unprofessionalität oder was? Was denkst du denn, wer du bist? Siehst doch, was hier los ist. Ach, ich sehe, was hier los ist. Dafür bist du selber schuld. Hallo, hallo. Können Sie einmal bitte ganz kurz runterfahren? Wir sind doch jetzt gerade da, um den Sachverhalt zu klären. Wie kommen Sie dazu? Da unten, das nehmen Sie jetzt bitte einmal. Okay, haben Sie auch einen Ausweis für uns, damit wir einmal kurz Ihre Daten aufnehmen können? Sie wollte das auch so nicht. Ich wollte nur fragen, ob ich gehen kann, also ob ich auch... Ihre Personalien brauchen wir noch. Genau. Wenn Sie sie nicht brauchen, im Moment, wir haben genug hier. Ja. Katrin, weißt du was? Weil dann nehmen wir jetzt nämlich gleich noch einmal kurz, dann komme ich mit Ihnen mit und dann können wir Sie auch entlassen, das ist kein Thema. Wir bräuchten aber einmal noch kurz die Personalien, falls irgendwas sein sollte, damit wir Sie halt einmal ansprechen können oder ob jetzt die Kripo... Brauchen wir als Zeuge, müssen wir uns sofort nehmen. Definitiv. Dann kannst du heute Feier machen, hier passiert eh nichts mehr. Gut, alles klar. Dann holen Sie einmal kurz bitte den Ausweis. Die Kundin wollte auf eigenen Wunsch Fotos in Fesseln machen, so der Studioinhaber. Die Frau bestreitet das aber und will den Fotografen auf der Wache anzeigen. Der Polizei ist der Mann bereits bekannt. Jahr 2015 eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Da haben wir es doch wieder. Ja, verstanden. Okay. Okay. Glauben Sie mir jetzt? Okay. Alles gut. Einmal kurz bitte wieder runterfahren. Sachverhalt ändert sich jetzt natürlich ein klein bisschen. Können Sie denn was zu diesem... Das kann ich erklären. Das war mal eine Kundin von mir. Aha. Die war zu einem Shooting da und die hat mir nach dem Shooting halt eindeutige Avancen gemacht. Und ich bin halt Profi genug und habe gesagt, das ist für mich keine Option. Da war sie halt stinksauer und die Rache von ihr war halt diese Anzeige. Das ist alles. Genau diese Aussage hat in dem Moment natürlich bei mir, aha, Freund, jetzt haben wir dich ja doch. So ungefähr, das war die erste Emotion, die bei mir hochkam, weil er ja auch das Mädel vorher dort gefesselt hat, die das vehement bestritten hat, dass das auf ihrem eigenen Mist gewachsen war. Aber man muss, um das Ganze nüchtern zu sehen, das dann erstmal zur Seite schieben und muss sich dann wirklich um den aktuellen Fall kümmern und alles, was gewesen ist, zwar hinten im Hinterkopf behalten, aber nicht direkt in diese Ermittlung mit einfließen lassen. Gut, es wurde auch, kam schon eine Gerichtsverhandlung und da wurden Sie freigesprochen? Genau. Okay. Gut, alles klar. Steht trotzdem natürlich im Raum. Das würden wir jetzt weiter auch natürlich verfolgen müssen. Ja. Mir geht es jetzt darum, nach dieser Info, ich würde halt gerne einfach Kripo jetzt einfach wirklich Kripo, mal mit ans Board. Ist. Genau, einfach mal Spurensicherung ein bisschen, und dass wir die Kripo jetzt einfach auch mal verständigen, weil irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Also, das merkt man doch, es spricht doch alles gegen ihn. Okay, nicht ganz Egon von jetzt noch. Die Tochter wird womöglich gefangen gehalten. Kriminalkommissar Tom Jankowski und Kriminaloberkommissar Manuel Wenner wollen zuerst den Computer des Studios auf die Fotos durchsuchen, von der die Vermisste in ihrer Textnachricht schrieb. Hier sind die Rechner, Sie können auch gerne einen Blick auf die Rechner werfen, auf den Zentralrechner, super. Die sind ja alle miteinander Das wäre natürlich gut, ne? Wenn wir uns da einfach mal ein bisschen umgucken können, informieren können. Nehmen Sie mal Platz, da, dass Sie ein bisschen mir über die Schulter gucken können, nicht, dass ich hier aus Versehen das Internet lösche in Ihrer Gegenwart. Also wie gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Mhm. So, ja, was haben wir denn hier? Stein, weißer Stein, das sind Kunden, oder? Ja, das ist alles. Das hier, warum ist hier so zentral? Haben Sie die gemacht? Ja, natürlich, professionelle Bilder. Ist das Lilly? Nein, ne? Nein, das sieht auch wieder anders aus. Das wird so ohne hier sein. Das ist Lilly! Das ist Lilly! Ja. Kleinen Moment. Hey, warum ist der überhaupt noch hier? Bleiben Sie ganz ruhig. Okay, einmal kurz. Der hört ja keine Ruhe. Andere Namen auch her, bitte. Auch wenn das Film ist, das muss Sie haben doch gerade die Bilder gesehen, das ist doch nicht meine Art, Fotos zu machen. Also das hat jemand anders gemacht. Also Sie haben das nicht gemacht? Nein, ich habe die Bilder nicht gemacht und ich weiß auch nicht, wie die auf den Rechner kommen. Für die Polizisten erhärtet sich der Verdacht, dass das Verschwinden der jungen Frau etwas mit dem Fotografen zu tun hat. Ihre Vermutung? Der Mann könnte die 18-Jährige sexuell genötigt haben. Kommen Sie mal mit, zeigen mir das mal ein bisschen, erklären mir mal, was ich hier zu sehen habe. Ich kenne mich mit Fotostudios nicht so aus. Ja, also das ist hier halt dieser professionelle Bereich, wo wir unsere Bilder machen. Sie sehen ja schon, das ist eine... Hier ist noch eine Kamera. Bitte? Ist ja eine Kamera, machen Sie damit auch Fotos? Ja, das ist meine Kamera, können Sie sich auch gerne angucken. Ja, okay.
wenn das Ihre Kamera ist, dann würden wir die auch mitnehmen und uns nochmal angucken, ja, weil Sie ja weiterhin behaupten, Sie hätten also keine Fotos gemacht. Bitte tun Sie alles, was Lilly nötig ist. Ne? Bitte. Bisher sprechen alle Indizien gegen den Fotografen. Den Kommissaren erscheint der Mann allerdings glaubwürdig, denn statt die Ermittlungen zu behindern, ist er kooperativ. Dennoch inspizieren die Beamten das Studio nach Hinweisen auf das vermutete Verbrechen. Mit Erfolg. Was ist das hier für eine Tasche? Das ist meine Equipment-Tasche. Ist das die von der Kamera, die wir gerade drüben gesehen haben? Ja, genau, die habe ich dann zum Außendienst. Boah, das ist ganz schön schwer. Das ist aber auch gut. Aha, okay. Diese ganzen Speicherkarten, die passen auch zu der Kamera? Ja, ja. Was ist das für ein Handy, ist ihr's? Hab noch nie gesehen, ich weiß nicht. Da habe ich das mal, das ist, glaube ich, das ist Lillys, also das ist mein Handy, aber ich habe ihr das geliehen, weil sie es verloren hatte. Was macht denn das hier? Ja, Herr Bern, was bleiben Sie bitte sitzen? Sich bitte. Was Teufel passiert denn hier? Ich kann so ganz ruhig. Wir wollen ja nur wissen, wo das Mädchen geblieben ist. Das Handy ist hier, dann diese Fotos? Bitte setzen Sie sich bitte her. Tut mir leid, aber... Ja. Herr Bernhaus, setz dich einfach mal hin. Ich merke gerade, wie die Luft dünner wird. Ich weiß jetzt auch nicht mehr zu helfen. Ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, wo das Handy herkommt. Das müssen Sie mir glauben. Ja, ja. Aber das sieht im Moment für Sie nicht gut aus. Das merken ja, Sie. Ja, ich weiß, ne? Aber... Das merken Sie. Aber bitte beruhigen Sie sich, Herr Bernhaus. Ja. Neuen Anruf in Abwesenheit. Das war ich bestimmt. Mama, ja. Ja, 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 natürlich. Aha. Okay. Was ist das hier für... Fotostudio Bärenrad, gestern 19.13 Uhr. Ja. Ja, gestern 19.13 Uhr. Ist hier ein Anruf an das Handy erfolgt. Ich mache den Laden immer um 18 Uhr zu. Ich war hier nicht mehr um 19.13 Uhr. Das kann ich auch beweisen. Ich war gestern um die Zeit im Kino. Ich habe eine Kinokarte. Wie wollen Sie das? Okay. Das ist ein Indiz. Kinokarte ist ein Indiz, aber. Waren Sie in Begleitung oder alleine? Ja. Ja. Waren Sie in Begleitung oder alleine? Nur ich war alleine. Alleine? Ja, ja. Alle Indizien in diesem Fall zeigten mit der Pfeilspitze quasi auf den Ladenbesitzer. Er hatte uns dann natürlich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen mit seinem Alibi, was er uns aufgeliefert hat. Allerdings war das kein felsenfestes Alibi, denn er hatte zwar eine Kinokarte, allerdings war er nicht in Begleitung, sodass wir also niemanden hätten fragen können, ob er tatsächlich in dieser Kinovorstellung gewesen ist. Sodass natürlich der Verdacht, der auf ihn zeigte, noch nicht gänzlich ausgeräumt war. Und wer hat noch Zutritt hier zu diesem? Ja, eigentlich nur meine Assistentin. Die, Ihre Assistentin? Ja, die Katrin, aber die habe ich heute schon nach Hause geschickt. Ich meine, also wenn ich das jetzt auch gerade so höre, ja, wir hatten ja gerade gesagt, dass wir hier noch eine Dame mit hatten, die uns ja auch hier empfangen hat. Ja. Ganz komisch, sie wollte die ganze Zeit nicht hierbleiben und wollte die ganze Zeit gehen. Und sie sagt, ja, sie hat auch dann mit dem ganzen Tobabo nichts zu tun. Aha. Und wollte unbedingt die Heiligen Hallen verlassen. Wir haben uns natürlich die Daten aufgenommen, wir wissen auch, wo sie ist. Aha. Und haben sie dann leider entlassen. Aber wenn ich das jetzt so höre, finde ich das gerade auch ein bisschen komisch. Also die war sehr komisch zu uns. Ja, die ja, kleine okay. Dame. Okay. Also die hat hier definitiv Zugang zu dem Geschäft, ne? Richtig? Ich kann im Moment keinen klaren Gedanken machen. Ihr habt die Adresse, also die Katrin, habt ihr alles? Ja, genau. Okay. Die Katrin hat auf jeden Fall ein Passwort zum Rechner und die hat auch einen Schlüssel. Aha. Okay. Okay. Das ja, dann müssen wir mal mit Katrin mal sprechen. Ja, auf jeden Fall. Herr Bärenrad, okay, wir melden uns bei Ihnen, ja? Okay. Schönen Tag. Danke. Und ruhig werden. Bis die Unschuld des Fotografen bewiesen ist, gilt der Mann als verdächtig. Der Einschätzung der Kommissare nach liegt aber keine Fluchtgefahr vor. Seit mittlerweile 14 Stunden vermissen die Mutter und der Bruder die 18-Jährige nun. An der Meldeadresse der jungen Assistentin wird der Einsatz für die Polizisten unerwartet gefährlich. So, gucken wir mal. Hört ihr das? Warte, warte. Lass mal hinten gucken. Leute, Messereinsatz. Messer? Messer. Mhm. Wir haben hier die eine große Person, die wir gerade im Laden entlassen haben. Die ist auch hier und streitet sich mit bis jetzt unbekannten Personen. Was auf den Hund? Wir holen uns schnell die Westen. Manu, komm. Schuss- und stichsichere Westen sind bei Einsätzen mit unklarer Gefahrenlage Pflicht. Ebenso wie eine genaue Absprache über die Vorgehensweise. Denn niemand weiß, wie gewaltbereit der Unbekannte ist. Pass auf, wir gehen jetzt rein. Ja. Ohne Bumm-Ohr. Versuch die Tür aufzumachen. Ja. Mit der Karte. Ja. Und dann fluten wir. Okay? Ja.
Polizei! Stehen bleiben! Mann, raus! Hinter euch! Jetzt hinten raus! Hey! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Einmal stehen bleiben, umdrehen, Hände weg. Hast du ihn? Alles gut. Hand ist sicher. Einmal die Hand, den Arm ausstrecken. Rüber. Arm ausstrecken. Rüber. Super, rüber. Und jetzt keine Faxen machen. Hast du deine Acht mit? Ja. Ey, warum? Was? Alles gut. Lass mich in Ruhe. Sind Sie verletzt? Ja. Haben Sie irgendwelche Verletzungen an sich? Lass mich in Ruhe. Nee. Die Frage war eine andere. Die Kommissare vermuten, dass der Flüchtige und die Assistentin etwas mit dem Verschwinden der Tochter zu tun haben. Der Autofahrer ist unverletzt. Jetzt gilt es zu ermitteln, ob die Vermisste auch unversehrt ist und wo sie sich aufhält. So, komm mal rein, Freundchen. Dahin. Hat er verloren. Sie setzen sich mal bitte dahin. Ja, okay. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, was das hier für ein Theater ist. Ich hab doch nichts gemacht. Sie haben nichts gemacht? Komisch, wir haben ja gesehen, dass Sie mit so einem kleinen Pika hier auf die Dame hier losgehen wollten. Oder wie ist das? Ich wollte Zwiebeln schneiden. Zwiebeln? Hier im Wohnzimmer. Hm? Ist klar. Es geht um Lilly. Die ist wahrscheinlich hier. Raus mit der Sprache. Wo ist Lilly? Dann guckt euch mal um. Ja, machen wir. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Pass auf. Ja, ja. Sag's doch jetzt einfach. Wir haben doch sowieso schon verloren. Hier ist nicht, pass mal auf, hier ist ein Schrank. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Was ist da? Oh! Hey, Lilly! Was ist passiert? Ich bin Tom, der Tom von der Polizei. Wir helfen dir. Es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Ja? Kannst du aufstehen? Ich muss ja reden. Ja, mach mal bitte. Ja. Kannst du aufstehen? Komm, ich helfe dir. Gib mir mal deine Hände. Komm, wir sind zwei starke Männer. Mach dir keine Sorgen, es ist alles vorbei. Die Kriminalisten ermitteln, dass die junge Frau schon die ganze Nacht verletzt in der Badewanne liegt. Die Wunde könnte entzündet sein und muss sofort versorgt werden. Bis die Sanitäter eintreffen, wollen die Kripo-Beamten die 18-Jährige beruhigen. Die haben mich mit dem Messer gestochen. Wer die? Der Typ. Gib mir mal deine Hand. Der Typ, der Gregor. Ne? Atme durch. Atme durch. Ganz ruhig. Und dann erzähl mal ganz in Ruhe. Die Polizei ist da, ist alles gut. Dir passiert nichts. Gestern Abend bin ich durch die Stadt gelaufen und dann hat Katrin mich angerufen, ich soll noch mal zum Photoshop kommen. Ja. Und als ich da war, haben sie mich bedroht, irgendwelche ekligen Fotos von mir zu machen. Okay. Wenn ich das nicht machen würde, würden sie mir irgendwas antun. Und dann haben sie mich hier mit hergeschleift. Und als ich abhauen wollte, hat er mich mit dem Messer... Okay, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Die Feuerwehr kommt gleich, die Feuerwehr kommt. Der Notarzt kommt auch, der wird gleich nachgucken und sie versorgen. Weißt du ganz denn, warum, ruhig. Weißt du denn, warum die das getan haben? Die Geschädigte kennt den Beweggrund nicht. In einer direkten Konfrontation ermittelt Kriminalkommissar Tom Jankowski das Motiv des kriminellen Liebespaares. Ich will wissen, was du gemacht hast. Und zwar zackig. Ich wäre das niemals ja, okay, alles passiert. Die, sie hat mich dazu gezwungen. Sie wollte irgendwie Bilder von ihr machen. Und die wollte einfach abhauen. Und ich wollte die da behalten. Und nur nicht mal ein bisschen als Schaschlik bearbeiten. Ja, ich wollte halt abhauen. Und was hätte ich machen sollen? Sie abhauen lassen, du Knalltüte? Na ja, dann wäre alles rausgekommen. Und so... Ja, also sind auch rausgekommen. Ist ja mal ein tolles Ding. Dann mit dem Messer zugestochen. Ja. War deine Schuld, ey. Vermiss dich von mir. Ich mach Schluss mit dir. Du brauchst mir gar nicht. Ich helfe dir nie wieder. Das war nicht alles meine Schuld. Ich glaube, es hat bei dir. Jetzt erzählen Sie mal Ihre Version der Geschichte. Oh Mann, diese blöde Schlampe. Aber hallo. Ja, aber die... Hallo. Ruhig. Wen meinen Sie jetzt mit blöde Schlampe? Wen meinen Sie damit? Die wunderschöne Prinzessin von Assistentin hat sich da eingeschleppt bei meinem Chef. Und ich wollte unbedingt eine Gehaltserhöhung kriegen. Ich wollte ein bisschen höher kriegen. Und die kriegt alles so, weil sie mit ihrem Arsch da rumwackelt. Das ist doch nicht normal. Dann hat sie selber Schuld. Die sollte weg aus dem Laden. Die sollte da nie wieder herkommen. Dann hat die selber Schuld. Und warum haben Sie die? Weil das ist ihre Schuld. Das wollte ich doch gar nicht so ausarten. Ich wollte doch nur sie erpressen damit. Warum haben Sie die Fotos gemacht? Was soll das denn sein? Ich wollte sie damit erpressen, damit sie nie wieder diesen Laden betritt. Das ist alles ein Grund, jemanden festzuhalten, in die Schulter zu stechen, hier einzuschließen, eine Badewanne und. Also, ich sag Ihnen mal Folgendes. Gefährliche Körperverletzung. Anstiftung, ne?
Hallo, Freiheitsberaubung aller Bäder, ja? Und ich muss mal gucken, was ich noch so alles im Strafgesetzbuch finde. Wir haben hier auf jeden Fall eine gefährliche Körperverletzung aufgrund des Messerstichs vorliegen. Wir haben die Freiheitsberaubung vorliegen. Und inwieweit noch andere Delikte dazukommen, das müssen wir jetzt im Nachhinein dann noch mal prüfen, wenn wir alle Personen noch mal dazu gehört haben, uns in Ruhe auf der Dienststelle ein Bild von der Situation verschafft haben. Dann können wir es noch mal präziser einordnen. Aber das sind erstmal die beiden Delikte, die hier im Vordergrund stehen. Hören Sie mir kurz zu. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz, ganz schwerer Moment für Sie. Sie müssen jetzt beide noch mal mit ins Krankenhaus fahren. Ja? Der Arzt möchte Sie noch mal genauer untersuchen. Das kann er hier vor Ort nicht machen. Ja? Sie können mitfahren. Gar keine nee, Frage. Ja? Also wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es auch tun würden. Und wir kommen dann später noch mal auf Sie zu, weil wir müssen Sie ja auch noch ein bisschen befragen. Zu, ja? Aber das machen wir alles nicht heute, das können wir in Ruhe machen. Ja? Okay, ja. Ja? Okay. Die Assistentin wollte den Verdacht auf ihren Chef lenken. Deshalb speicherte sie die Bilder auf dem Studiorechner und schrieb die Textnachricht an den Bruder. Beide Täter erwartet eine Haftstrafe. Es stellt sich heraus, dass die Kundin den Fotografen zu Unrecht beschuldigt hat. Sie war wütend, dass er sie so lange gefesselt dort liegen ließ. Die Geschädigte bekommt eine Festanstellung in dem Fotostudio. Ihre Stichwunde verheilt ohne Folgeschäden.